Hey Leute, ich bin's wieder und wir befinden uns in Oblivion, wie ihr unschwer erkennen könnt. Auf dem Weg zum nächsten Schrein habe ich nämlich noch einen dieser roten Steine gefunden. Dieser rot gravierten Steine. Und da wollte ich euch mal zeigen, wo ich das Ding gefunden habe. Und ja, tatsächlich, oh mein Gott, die Karte ist bunt. Stone hat sich doch einen Mod installiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er sagte doch, er will Vanilla spielen. Ah. Ja, tatsächlich, ich habe meinen ersten richtigen Mod, außer jetzt dieser Übersetzungsmod, installiert. Und zwar fand ich schon damals, als ich meinen Krieger gezockt habe, denn dieser Mod ist schon uralt, fand ich die Karte immer ein bisschen langweilig, aber ich bin nie irgendwie wirklich dazu gekommen, den Map-Mod zu installieren. Wo es den genau gibt, werde ich euch einfach mal in der Beschreibung verlinken. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus jetzt dadurch die Karte und nicht mehr ganz so langweilig, denn in diesem Sepia-Ton, wie sie vorher war, ja, langweilig. Gut, jedenfalls, ihr rennt einfach aus Shaedin Hall, wieder aus dem Stall, direkt nach Norden, einfach immer nur nach Norden, 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 bis ihr an die Ecke von dem See kommt. Hier unten ist der See. Und dann kommt ihr auch hier an diesen Drachenstein und dadurch kriegt ihr wieder einen Skill. Aber hier, es scheinen keine Sterne auf den Schicksalsstein. Jetzt wissen wir es auch, die Dinger heißen nicht Runensteine, sondern Schicksalssteine. Und wir müssen im Prinzip einfach nur bis in die Nacht hinein warten. Denn wie es scheint, ich weiß nicht, ob es bei allen Schicksalssteinen ist, soweit habe ich jetzt noch nicht irgendwie nachgeguckt, aber zumindest ist es bei diesem hier so, dass man nur in der Nacht ansprechen kann. Der Drache träumt, aber in seinem Auge schimmert der Held. Ihr habt die höhere Macht des Drachentraums erworben. Ja, sieht gut aus. Und ich habe mir ja letztens die Frage gestellt, ob man mehrere große Mächte von den Schicksalssteinen haben kann. Und ja, das kann man. Hier sehen wir ja, ich habe Jones Schatten von unserem letzten Schicksalsstein und Drachentraum. Magie festigen 50 Punkte, Lebensenergie 40 Punkte und Ausdauer 100 Punkte. Ist ganz nett, kann man mitnehmen, wenn man gerade auf dem Weg ist zum Schrein. Denn ich bin gerade auf dem Weg zu Azuras Schrein. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder dort. Und da wären wir auch schon bei Azura. Oder Azura, wie man es auch immer haben will. Ja, von dem Stein aus, wo wir gerade eben waren, einfach nochmal ein Stück weiter nach Norden. Und dann sind wir auch schon beim Schrein. Hier in der eisigen Gegend. Um die Quest zu machen, müsst ihr nur Level 2 sein. Also das ist, glaube ich, sogar der Daedra-Schrein, den man am allerfrühesten machen kann. Und ja, Level 2. Und ihr müsst Folgendes haben. Dazu sprechen wir aber erstmal mit dem Typ in der Robe, damit er nicht vollkommen umsonst hier rumsteht. Ihr habt einen heiligen Ort betreten. Was wollt ihr hier? Ich möchte gerne mit Azura sprechen. Es sind düstere Zeiten und Gerüchte und Aberglaube vergiften die Gedanken der Leute. Solange ihr mich nicht von euren guten Absichten überzeugt habt, kann ich euch nicht mehr dazu sagen. Meine Absichten sind stets edel und gutmütig. Da! Nimm mein Geld. Wie sieht's jetzt aus, mein Freund? Dies ist der Schrein von Azura, der Königin von Morgen- und Abenddämmerung. Was führt euch hierher, Reisender? Also scheinbar denkt er, dass wir jetzt plötzlich gute Absichten haben, nur weil wir ihm etwas Geld gegeben haben. Na gut, ich wünsche, den Daedra-Gott zu beschwören. Wenn ihr mit der Fürstin sprechen wollt, besucht ihren Schrein im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung. Opfert ihr etwas Glühstaub, dann wird sie vielleicht geruhen, zu euch zu sprechen. Okay, also Morgendämmerung oder Abenddämmerung. Ich werde hier sein. Und etwas Glühstaub. So, Glühstaub habe ich schon organisiert. Das könnt ihr auch wieder bei einem Alchemisten eurer Wahl kaufen. Ich glaube, bei der vergoldeten Karaffe in der Kaiserstadt ist das auch kaufbar. Und falls ihr das doch nicht aus irgendeinem Grund bei einem Händler gefunden haben solltet, dann könnt ihr auch, hier in der Nähe vom Schrein gibt es nämlich hier so ein, so ein Lichtchen. Jetzt habe ich vergessen gerade, wie die Art von Monster heißt. Werden wir aber gleich wissen. Da würde ich ein bisschen aufpassen. Hier solltet ihr bessere Ausrüstung haben. Denn die Viecher können auch gut schon ordentlich Schaden machen. Und ja. Die machen sich auch übrigens unsichtbar.
Aber unser Pferd scheint das Vieh gepwned zu haben. Gut, also würde dieses Vieh jetzt auch... Ja, hier habt ihr noch mehr von denen. Da habt ihr nochmal so ein... so ein Irrlicht. Ich glaube, Irrlichter hießen die. Und wenn ihr eins von denen killt... Vielleicht konnte ich es jetzt gerade eben auch nicht tun, weil mein Pferd es getötet hat. Moment, probieren wir das nochmal aus. Beim nächsten Irrlicht da hinten. Da. Genau, es hat sich unsichtbar gemacht, wie ihr sehen könnt. Aber wir haben es trotzdem gedisst. Ah, habt ihr das gesehen? Ah, hier ist der Loot. Oh mein Gott. Wegen dem Hügel hier. Wir haben das Vieh hier gekillt und dann ist es so seitlich runtergerollt. Kein Wunder, dass wir vorhin nicht den Loot gesehen haben. Oder? Damn, wo ist jetzt der Loot wieder hin? Gerade eben habe ich den doch hier gesehen. Hier ist er. Meine Güte. Ich sehe heute gar nichts. Ja, Irrlicht heißen die. Und ja, die sind gleich in der Nähe hier vom Schrein. Also so könnt ihr auch, falls ihr nicht beim Alchemistenfeuer wart, könnt ihr direkt Glühstaub von den Irrlichtern einsammeln, die hier in der Nähe rumschweben. So, jetzt wollen wir aber erstmal mit dir sprechen. Ich habe jetzt schon so lange gewartet, bis jetzt... Ja, es befinden sich Feinde in der Nähe, ich kann nicht warten. Aber glaubt mir einfach, wir haben gerade ungefähr 4 oder 5.30 Uhr morgens. Möchtet ihr Glühstaub auf dem Altar opfern? Jawohl. Ich habe euren Namen gelesen, Reisender, und habe gehört, wie ihr im Zwielicht geflüstert wurde. Ich bitte euch um einen Gefallen, der euch Ruhm und Belohnung einbringen wird. Vor vielen Jahren haben 5 Getreue den Vampir Dratik und seine Braut vernichtet. Doch sie alle wurden von der verdorbenen Kreatur vergiftet. Sie wussten, was mit ihnen geschehen würde, und schlossen sich selbst in der Höhle des Vampirs ein. Ihr Leiden lastet schwer auf mir. Macht euch auf zur ausgeplünderten Mine. Die Tür wird euch offen stehen. Bringt meinen Gefolgsleuten den erlösenden Tod. Meine Dankbarkeit ist euch sicher. Alles klar. Als Azura beschworen wurde, erzählte sie mir die Geschichte ihrer Anhängerschaft, die sich in der ausgeplünderten Mine selbst gefangen haben. Sie möchte, dass ich sie finde und töte, um sie von ihrem Vampir-Dasein zu befreien. Azura wird die Mine öffnen, damit ich hinein kann. Alles klar, dann wollen wir das mal für Azura machen. Und ihre ehemaligen Anhänger vernichten. Denn sie wurden von einem Vampirfluch heimgesucht. Hier haben wir unsere Krümel. Ja, Krümel heißt jetzt Krümel und nicht mehr Schattenstute. Das geht ganz einfach mit dem Konsolenbefehl. Also die Konsole öffnet ihr mit dieser Dachtaste links neben der 1. Und dann gebt ihr einfach, falls ihr irgendwas umbenennen wollt, irgendein Tier oder ein NPC, was auch immer, Set Actor Full Name. Kacke. Was hat mich jetzt hier? Im Visier. Oh shit. Ach, nur der da. Diese Viecher sind relativ harmlos, das geht noch. Aber die Irrlichter, die mag ich ganz und gar nicht. Ich weiß nicht, ob die Irrlichter aggro sind direkt, aber die Irrlichter machen massig Schaden, wenn sie einen angreifen. Kann ich eigentlich auf dem Pferd auch heilen? Schade. Du darfst nicht auf dem Pferd casten! So, dann wollen wir mal zu der Höhle weiterreisen. Natürlich nimmt der liebe Stone keine konventionelle Route. Ich reite niemals auf Wanderwegen, einfach querfeldein. Und hoffen, dass uns hier nichts über den Weg läuft, was uns vollkommen in Grund und Boden stampfen wird. Komm schon! Ach, hier haben wir sogar in der Nähe ein Lager, ein Räuberlager, was wir dann auch noch ausräumen könnten. Aber erstmal kümmern wir uns, komm schon! Ja, kümmern wir uns erstmal um die Quest von Azura. Ja Leute, wie ihr gehört habt, das sind Vampire, falls ihr kein Waldelf seid, so wie ich, ein Boss mehr, dann habt ihr nämlich nicht den Buff Krankheit widerstehen, 75%, denn die Vampirkrankheit ist eine Blutkrankheit in diesem Spiel und zählt, bevor ihr zum Vampir werdet, nur als normale Krankheit. Das heißt, so Krankheit widerstehen kann euch ordentlich was helfen. Und ja, ich würde euch, wenn ihr kein Waldelf seid, würde ich euch empfehlen, einen Trank dabei zu haben. Oder zumindest einen Trank irgendwo parat zu haben. So,
der Krankheit heilen kann, denn das wird euch hier garantiert helfen, vor allem nach der Mission, falls ihr kein Vampir werden wollt. Wow. Oh, hier war ein Seil, habe ich gar nicht gesehen. So, einerseits haben wir hier Vampire. Das macht die Sache schon etwas unangenehm. Und dann kommt noch dazu, dass Vampire sich... Oh, nur 4 Stück, alles klar. Dass Vampire sich, wenn sie kämpfen, unsichtbar machen können. Das finde ich ganz und gar nicht nett. Und macht die Sache auch ein ganzes Stück schwieriger. Jetzt habe ich gerade eben, als wir oben standen, gesehen, dass hier jemand rumstand. Aber der ist jetzt scheinbar um die Ecke gegangen. Ich weiß nicht so recht, ob wir warten sollen, bis er wieder zurückkommt, wenn er gerade auf... Oh, da ist er. Oder da ist sie. Aber die Person ist mir für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell auf Patrouille unterwegs da. Eieiei, mit meinem Krieger wäre das kein Problem. Da würde ich sie einfach wegpusten ohne Probleme. Moment, warten wir nochmal kurz. Sie steint. Ja, Stonefell fängt schon an, überall Stone zu benutzen. Moment. Oh, fuck. Sogar ein Level up. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Au, 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 geh weg. Hinfort. Hinfort, Vampir. Und es gibt eine bestimmte prozentuelle Chance, dass ihr euch die Vampirkrankheit einfangt, wenn sie euch schlagen, wenn ihr mit ihnen in direkten Kontakt kommt. Also immer dran denken, ne? Aber solange ihr einen Trank habt mit Krankheit heilen und nach der Mission schön mal checkt unter euren Buffs und Debuffs, ob ihr zufällig gerade diesen Debuff bekommen habt. Vielleicht kriegen wir ihn noch, dann kann ich es euch zeigen. Dann sollte ich auf jeden Fall einen Trank schlucken. Oh, kein Wunder, dass wir weniger Schaden gemacht haben. Unser Bogen ist nicht mehr aufgeladen. Ja, wenn ihr so vergesslich seid wie ich, dann vergisst man sowas schnell. Aber ich müsste noch einen Seelenstein haben. Jawohl, ein niederer Seelenstein mit unbedeutender Aufladung. Das ist immer gut. 11 Benutzungen ist nicht die Welt jetzt, aber... Naja, besser als nichts, Leute. Besser als nichts. Und wir haben schon wieder ein Level up, das heißt, das wird jetzt schon Level 11 sein. Shit, okay, dieser Vampir hat sich jetzt... Ah, nee, doch nicht. Bam! Ich weiß, da ist noch einer. Wir haben noch von irgendeinem Aggro. Wo seid ihr? Oh, shit! Ha! Erbärmlich. Wer ist hier erbärmlich? Oh, fuck, die macht ja Schaden. Wo ist der Ausgang? Shit! Ich bin um die falsche Ecke gebogen beim Rückwärtslaufen. Nein! Oh, joi. Nein! Ich bin hängen geblieben, das gibt's nicht. Ich bin nicht weggekommen. Ah, egal wie viel ich gehüpft bin, das kann nicht wahr sein. Ah, immer diese Leichtsinnsfehler, wie ich sowas hasse. Zwischen dem Grab und der Wand bin ich hängen geblieben. Das ist doch nicht mehr schön. na gut. So ätzend, wenn man wegen so kleinen Dingen... Oh nein! Nein! Ah, jetzt hat mir fast nochmal die Falle hier ordentlich Schaden eingeschenkt. Aber ich war jetzt so fixiert darauf, in den nächsten Kampf mit dem Gegner, mit dem Vampir zu kommen, dass ich gar nicht drauf geachtet habe. Moment. Dass ich gar nicht drauf geachtet habe. So, okay. Oh shit, dass hier noch eine Falle war.